Im Südtiroler Landtag wurde heute unser Beschlussantrag behandelt, der vorsieht, dass Pflege- und Erziehungsjahre auch für die Rente anerkannt werden. Dies würde dann die wahre Wahlfreiheit in der Kinderbetreuung zur Folge haben. Das derzeitige System sieht vor, dass Eltern in der Privatwirtschaft eben, besonders Mütter eben, nach der Schwangerschaft, nach der Geburt, wenn das Kind 6 Monate alt ist, bereits in ihren Beruf zurückkehren müssen oder kündigen müssen. Das bedeutet, dass eben Mütter, hauptsächlich Mütter, für die Elternzeit eben über die 6 Monate hinaus nicht mehr rentenversichert sind. Um rentenversichert zu sein, muss man eben arbeiten gehen und das Kind in eine Kindertagesstätte geben. Wir fordern hier, dass eben eine Erhebung gemacht wird, wie viele Eltern bzw. Mütter sich wünschen, über die 6 Monate hinaus länger bei ihren Kindern bleiben zu können. Die zweite Forderung, dass jenen Müttern, jenen Familien, die lieber bei ihren Kindern bleiben möchten, dieselbe finanzielle Unterstützung garantiert wird, wie jenen Familien, die eben ihr Kind in eine Kindertagesstätte geben. Und drittens, dass sich hier Vertreter der Landesregierung bzw. politische Vertreter von Rom gemeinsam mit Vertretern des Fürsorgeinstitutes der Renten zusammensitzen an einen Tisch, um nach Lösungen und Möglichkeiten zu suchen, um die Erziehungs- und Pflegejahre für die Rente anzuerkennen. Für uns ist es absolut unverständlich, warum hier die Südtiroler Landesregierung dem nicht zugestimmt hat, denn das ist wirklich ein fühlbares Thema. Ein Wunsch, den Eltern und Mütter draußen hegen, und die Landesregierung hat sich nur auf irgendwelche Zahlen und was bereits gemacht wird hinausgeredet, aber dieser Wunsch, der steht schon seit sehr vielen Jahren im Raum und dem wird nicht nachgegangen und dieser Beschlussantrag wurde abgelehnt. Für uns absolut unverständlich, denn das ist ein Thema, das sehr viele Mütter und Eltern betrifft, die diesen Wunsch haben, und wir werden an diesem Thema dranbleiben, wir werden nicht locker lassen und schauen, dass hier endlich diese Pflege- und Erziehungsjahre für die Rente anerkannt werden, denn dadurch ist dann die wahre Wahlfreiheit in Bezug auf die Erziehung der Kinder gegeben. Momentan gibt es diese Wahlfreiheit nicht.